Hallo meine Lieben, und ihr denkt bestimmt, wieso bin ich im Esszimmer? Denn heute testen wir das hier. Ich habe euch einfach Geschenk gekriegt und das kann man hier so irgendwie aufmachen und wir lesen erstmal alles. Tolle Spardose der Stiftet-Box. Da ist ja auch schon was drin. Ach du meine Güte, machen wir das erstmal zu. Und ja, Original Sahne-Momos, Sahne-Toffees. Also es sind Sahnetoffees drin, in Handarbeit geschnitten und gewickelt. Hier ist einfach das gleiche und wahrscheinlich, hier sieht man so einen Schlitz. Da kann man wahrscheinlich das Geld reinmachen. Sieht aus wie in so ein cooles Kuhgefäß. Kann man auch hier aufmachen und da sind schon die Toffees. Oh, und so sieht es innen aus, da ist eigentlich gar nichts. Man so als Spardose benutzen oder das wieder drauf und dann als so als Stiftehalter oder das als Spardose. Und das muss ich mal aufmachen. Ah, das kann man ganz leicht aufreißen. Und ich probiere mal ein Toffee. Kenne ich eigentlich, aber nicht von dieser Marke. Habe ich eigentlich von dieser Marke noch nicht. Da sind so zwei Papiere drum, dass es nicht an dieses Papier klebt. Und sieht lecker aus. Kann man nicht so leicht zerdrücken. Aber wir probieren mal. Ist eher dann so bröselig im Mund. Und bei Stapung gleich wird es so bröselig. Und, schmeckt sehr, sehr sahnig. Natürlich bröselig. Wenn man das dann mehrmals beißt, wird es leicht flüssig. Sehr bröselig eigentlich. Ah, ich sehe gerade hier so eine Masse drin. Wenn man genau hinschaut, dann sieht ihr da so eine Flüssigkeit. Jetzt vielleicht besser. Sehr lecker. Kann man natürlich auch als Mülleimer benutzen. Ist echt lecker. Man kann zum Beispiel als Mülleimer benutzen alles Mögliche. Ich muss es halt später mal aufmachen. Man kann es auch für Stifte benutzen. Einfach alle. Insgesamt sind da 300 Gramm drin. Je 100 Gramm sind sehr viel Zucker, 72 Gramm Zucker, genau 72. Aber man isst ja nur eins, das sind so vielleicht nicht mal 3 Gramm Zucker drin. Weniger sogar, viel weniger. Salz ist 15 Gramm, 0,15 Gramm drin. Eiweiß ist 3,6 Gramm drin. Davon Zucker sind 72,0 Gramm drin, Kohlenhydrate 31,1 Gramm drin, Fettsäure 3,7 Gramm, davon Fett 5,6 Gramm, Brennwerte, und hier sieht man ja. Ich kenne euch das Ganze mal den Barcode auch. Kann man sich im Internet kaufen, ich habe es bei Amazon gemacht. Und es ist echt lecker. Gleich nehme ich mir schon das nächste, wenn das Video zu Ende ist. Denn die sind echt lecker. Dankeschön fürs Anschauen. Tschüss.